and this is dubstep. Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Landmark. Oder eher gesagt, EverQuest Next Landmark. Ja, ich hatte zwar gesagt, dass ich mir das mit diesen Bauen ETCs mal anschaue, aber dann habe ich mir gedacht, warum immer so im Geheimen gucken, wenn man auch mit euch gucken kann, habe ich mir gedacht, gut, das mache ich doch dann einfach gleich wieder direkt mit euch. Nochmal Fraps angeschmissen und direkt weitergemacht. Dann gucken wir doch einfach mal. Wir werden jetzt auf jeden Fall erst einmal... Wir brauchen erstmal ein, ja, die Crafting Station. So, Craft Stone Forge. Da brauchen wir diesen Pile of Worked Stone und diesen Kupf. Das, die Kupferbarren. So, Stone. Pile of Worked Stone. So. Das ist die Frage. Dann ist mal die Frage, wie macht man das? Das ist die Frage. Habe ich schon was im Inventar von dem Stein oder so? Nein, habe ich nicht. Okay. Gut, vielleicht brauchen wir da auch irgendwie was anderes. Jetzt lasst mal gucken. Wir haben hier so einen Workshop. Portal Shroud, Ground Shroud, Claim Flag. Ne, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. So, aber. Jetzt muss ich selber nachdenken. Game Table, nein. Broplan, ne, zack. Zack. Das ist alles Tier 3. Crafting Station. So. Stoneford. So. Aber dann öffnet sich das Fenster, aber ich kann da nichts drücken. Ich kann überhaupt nichts drücken. Das ist das Problem. Gibt es vielleicht, muss ich tatsächlich mal... Game Settings, Interface Setting, nope. Group Options, nee, auch nicht. Was hier nochmal drauf geht, was haben wir noch? Social Media, Claim Management, Gallery. Gut, in den Options waren wir gerade. Dann Recipe Journal. Okay. Zack, Stone, nope, Stone. Stoneforge. Pick, Sickle, Tested Hand Metal Glass, Crafting Component. Da brauche ich wieder sowas. Pick, Pulverize. Pulverizer. Das ist bestimmt so einfach und ich kapiere es einfach gerade überhaupt nicht. Das ist so peinlich. Ich hatte doch vorher die Möglichkeit, Kupferbarren herzustellen. Aber wo war das nochmal? Claim Flag brauche ich nicht. Alchemy Station. Nee, Stoneforge. Nein, ich will die Pick nicht. Nein, ich will die Glamflick auch nicht haben. Crafting Station. Stack Forge. Stone Forge. Glamflick. Ich bin gerade echt zu dämlich, ey, ganz ehrlich. Wahnsinn, das gibt's ja nicht. Das ist ja... Halleluja. L war das, okay. So. Stone, Pile of Worked Stone, kann ich 53 mal machen. Wenn ich jetzt hier Start Tracking mache, zack, das zumache, dann habe ich hier eine Gathering List. Okay, ich werde jetzt einfach mal zu einem
zu unserem Steinbruch laufen, um mal zu gucken, ob ich da vielleicht irgendetwas noch abbauen muss. Unser Steinbruch war ja, glaube ich, ich hoffe, ich sterbe da jetzt nicht, wenn ich hier runterrutsche. Ganz vorsichtig. Ne, alles cool. So, unser Steinbruch war, das war doch eigentlich hier, so wie ich das in Erinnerung hatte. Ja, dann werden wir einfach mal hier gucken. So, meine Steine werden mehr. Aber okay, wenn ich jetzt aber hier drücke. Redstone. Stone. Und sind so die Blöcke aus. Nein, ich brauche aber. Brauche ich auch nicht, weg damit. Ne, dann laufen wir wieder mal zurück zu unserem Claim. Ich habe eine Gathering List. So. Und diese Gathering List habe ich doch relativ schon übererfüllt. Ich habe jetzt 6.000 Steine, kann 60 mal Pile of Worked Stone herstellen. Jetzt habe ich es zugemacht. Naja, laufen wir erstmal zu unserer Claim zurück. Die ist hier oben. Einmal hier rein. Okay. Und dann drücken wir noch mal L. Da habe ich irgendwas ins Inventar bekommen. Da habe ich immer noch die Fackeln. Und noch sowas. Ja, Freunde, und herzlich willkommen zurück hier zu einer etwas verstörenden Folge von ja, Landmark. Ihr habt euch wahrscheinlich gerade die ersten 7 Minuten angeguckt und dann habt ihr einen riesengroßen Schnitt wahrscheinlich jetzt vorm Auge. Und zwar, das hat sich so ergeben. Ich spiele ganz normal. Plötzlich stürzt das Spiel ab. So, ich starte das Spiel wieder neu. Spiele weitere 10 Minuten. Lauf zu unserer Schmiede, zu unserem Spawnpunkt ETC. Hol uns unsere Kupferbarren. Ja. Und dann stürzt das Spiel wieder ab. Aber zuvor konnte ich mich noch mit diesem Kristall, der hier war, irgendwie zu unserer Claim porten. Dann stürzt das Spiel plötzlich ab unterm Ladebildschirm. Ich starte das Spiel wieder neu und stehe plötzlich in einer Höhle nahe unserer Claim. So, eigentlich direkt unter uns. Ja, genau. Direkt hier oben drüber ist unsere Claim und ich stehe hier unten in dieser Höhle. So, ja, ich würde sagen, dann tun wir die Höhle jetzt einfach nochmal so 10 Minuten erkunden. Und dann gibt es auf jeden Fall hier. Es war wahrscheinlich irgendwie ungewollt, dass das alles so passiert, aber ich nehme es gern an. Hier gibt es gut Material. So, die Frage ist: Ist unser Kupfer noch im Inventar, das ich bekommen habe? Diese Kupferbarren. Ja, das ist gut. Und die Steine für unsere Schmiede, die wir dann bauen können, ist auch noch vorhanden. Das ist super. Sehr gut. So, dann war das heute eine eher, ich sag mal, eine kaputte Folge. Kann man einfach nicht anders sagen. Es ist einfach so. So. Auf jeden Fall eine interessante Höhle. Kann man die Blumen irgendwie abernten? Wahrscheinlich mit einer Sichel. So, ja, nehmen wir einfach mal genügend Stein einfach noch mit damit. Zack. Dass wir noch ein bisschen Stein bekommen. Einmal hier hochgesprungen wieder. Gibt es da noch irgendwas? Nein. Das ist auch einfach nur normaler Stein, nehme ich an. Ja, genau. Essenz der Erde.
Okay, dann würde ich sagen, wir graben uns einfach mal hier durch. Einfach mal stur geradeaus gehauen. So, ich hoffe, ich kann hier durch. Ich muss hier nochmal. Einmal, zack. Einmal Durchgang, genau. Auf jeden Fall, die Erde wird schon ein bisschen heller, also müssen wir direkt bald draußen sein. So. Zack, zack, zack. So, weiter geht's. War schon ein krasser Bug, dass man, wenn man sich zu seiner Claim porten will, irgendwie, dass es dann die unterste X-Achse nimmt, anstatt die X- und Y-Achse von dem Spiel. Sehr strange. So, ich lass mich hier raus. Jetzt werden wir ein bisschen nach oben bauen, dass wir eventuell dann so langsam rauskommen. Ich weiß ja nicht, wie tief wir sind, das ist die andere Frage. Wie tief sind wir? Und wie kommen wir raus? So, werden wir hier einfach mal ein bisschen abgraben. Und hier nochmal. Und oben über uns ein bisschen. So. Dann können wir hier weitermachen. Zack. Und dann hier nochmal. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Materialien für unsere Schmiede fertig, damit wir unsere Kohle einschmelzen können, unsere Steine herstellen können und was sonst noch alles. Und dann können wir uns das so alles aufbauen. So, die Frage ist, ich muss viel weiter hoch. Ich muss viel mehr hoch nach oben als irgendwo anders hin. So. Echt ein nerviger Bug, ganz ehrlich. Ey. So. Aber man kommt ja gut klettern und sich hochschaffen. Gibt zwar gerade nur Dirt, aber wer weiß, was wir das noch alles benötigen. Vielleicht wollen wir irgendwas terraformen oder so. Und noch irgendwas reparieren. Hier oben mir noch, sonst komme ich nicht nach oben. Genau. So. Zack. Und zack. Und zack. Sehr gut. Und einmal hier nochmal. So, dann habe ich also. Dann haben, können wir theoretisch in den nächsten Folgen unsere Schmiede bauen und unsere Hütte schon mal anfangen zu bauen. Vielleicht auch noch ein paar Verzierungen bauen, wie. Ich habe auch irgendwie Bock, so irgendwelche Zinnen zu. Ja, so Lust, irgendwelche Zinnen zu bauen. Oder irgendwelche anderen Verzierungen. So, es muss doch jetzt irgendwann mal nach. Ne, lass mich hier, bitteschön. Ich will hier raus. Gut, dass ich keine Platzangst habe. Zack, zack, zack. Und mal nach unten gucken. Oh, wir haben uns gut hochgearbeitet, muss man sagen. Nochmal geschwind hier überhalb von mir. Zack, genau. Und wieder zack. Und hier nochmal. Zack, zack, zack. Zack. So, die Erde wird wieder ein bisschen heller, aber das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass wir jetzt irgendwie schon nahe an der Oberfläche sind, sondern einfach nur, damit es schöner aussieht.
So, komm, lass mich mal hier vorbei. Und einmal hier hoch, zack. Wo sind wir denn? Wir bewegen uns immer weiter. Das ist echt gerade. Oh, Menno, hätte ich mir doch bloß nicht mit dem Kristall dahin geportet. Das gibt's nicht. So. Einmal dann nochmal hier. Schön die Axt und die Spitzhacke schlagen und schwingen. Und hinaus in die Freiheit zu gelangen. So. Nochmal schön umgucken. Ja, wir auf jeden Fall steigen wir schon mal an. Unsere Steigung ist auf jeden Fall zwar nicht so groß, ja, aber auf jeden Fall kommen wir dem Ausgang hoffentlich schon näher. Komm, ich will hier, ja, dann mach das auch noch mal weg und das hier auch noch mal. Zack. Kann ich hier nicht laufen? Und jetzt? Jetzt geht's. So, dann machen wir das Ganze so. Einmal zack nach oben und wieder nach oben gehalten. So. Über was können wir jetzt bei dieser stupiden Arbeit reden? Das ist immer die Frage. Welche Gesprächsthemen sind angebracht? Welche sind zu, ja, zu Themen bezogen, wo man in der Materie drin sein muss, um das direkt zu verstehen. Daher fällt Politik eigentlich direkt schon mal weg, würde ich vorschlagen. Was wäre noch eine Möglichkeit? Wir könnten theoretisch über erstmal gucken. Wow, ich will nicht hier abstürzen. Ich will hier hochgehen, aber... hier, ja, dieses kleine Ding da hat dich gestört oder was? Ja, du bist doch eine Pussy. Und jetzt, ja, genau. Über Musik könnten wir uns theoretisch unterhalten. Also Musik finde ich absolut wahnsinnig genial, absolut toll und absolut ohne Musik ist die Welt, finde ich, langweilig und düster und traurig. Und ja, wenn man so bedenkt, dass Musik einfach, müsst ihr euch mal vorstellen, die allererste Folge von Landmark, die war leider Gottes ohne Game Sound und da habe ich nur geredet und ohne irgendwelche Hintergrundmelodie war das ganz schön ab und an ein bisschen langweilig, ja, muss man sich mal so vorstellen. Und wenn man auch bedenkt, dass Musik verschiedene, ich sag mal, Situationen anders untermalen kann, ja, wenn man bei so einem Horror-Movie plötzlich irgendwelche Witzmusik kommt, wo die ganze Situation dann umkehrt und was Gutes draus macht, ist schon krass, was Musik alles so machen kann. Ja, immer sehr interessant zu sehen. So, wo sind wir denn? Wir sind hoffentlich bald draußen. So, zack. Hoch geht's. Und, also ich kann auch sagen, also so meine Lieblingsband ist gerade, also ich höre sehr viel Metal. Aber das heißt nicht, dass ich so ein vollhaariger Typ bin, ja. So wie sich, ich sag mal, die Mainstream-Leute, die Metalheads vorstellen. Was auch ab und an zutrifft, aber diese ganze Szene, die ist absolut super nett und absolut genial. Auf Konzerten zum Beispiel, wenn man im Pit ist und sich da ein bisschen gegenseitig, ja, sich ein bisschen gegenseitig miteinander ein bisschen Spaß hat und wenn man plötzlich auf den Boden fliegt, dann kommen 30 Hände und helfen dir sofort wieder auf die Füße. Das ist absolut genial, muss man sagen. Und das ist absolut eine, ich sag mal, eine Gruppe von Menschen, die sehr unterschätzt wird, sage ich mal, weil sie einfach nicht den sozialen
Anschein macht, in dem Sinne sozialen Anschein, in dem Sinne von, so, wie soll ich das am besten ausdrücken? Ich sag mal so, nicht diesen, ich sag mal, den elitären Eindruck macht, den man heutzutage immer noch so erwartet, von wegen von Großmutti und Opi etc. Aber dennoch bin ich absolut stolz drauf, da Metalhead zu sein, ja? So, und wir sind immer noch nicht draußen. Ja, also ich wollte gerade dabei meine Lieblingsbands zu nennen. Also, wenn euch so Musik interessiert, dann auf jeden Fall mal in die Band Shinedown anhören. Absolut klasse, die Band. Ich habe gerade was gehört. Alter, ich will da nicht runterfliegen. Das hört sich schlecht an. Hört ihr das? Lass mich bitte in Ruhe, du Viech, was auch immer du bist. Alter, das hört sich nach einem Drachen an. Ja, Shinedown. Shinedown, das ist so ein, das ist, die Band kommt aus Amerika. Und da kann ich euch ein YouTube-Video empfehlen. Und zwar die Akustiktour in Kansas City von Shinedown. Gerade beim Zocken oder so, sehr angenehm. Und live sind die, jetzt hänge ich irgendwo fest, das geht doch gar nicht. Live sind die absolut genial. Der Sänger Brent Smith hat live so eine geniale Stimme, auch in der Akustikversion. Das ist einfach so eins meiner Lieblingskonzerte und ja, Auftritte gehört, die es gerade sozusagen gibt. Und ja, gut, ebenso höre ich so LOVT und In Flames. Oh, das neue In Flames Album bin ich auch sehr. Ich sag ehrlich ganz positiv überrascht, da ich ein Fan von dem bin, das In Flames sich sozusagen entwickelt hat, etc. Aber ich höre auch nicht nur Metal, ich bin auch sehr, mich auch sehr gerne klassische Musik oder auch ganz normal, ich sag mal Mainstream-Musik, wie zum Beispiel viele YouTube-Coverbands, ja, auf YouTube zum Beispiel Against the Current oder auch Sam Shui mit Kurt Hugo Schneider. Da diese, ja, ich sag mal, die Kinder, die haben einfach verdammt viel Talent und die haben die Chance bekommen und die nutzen sie und ich bin absolut, ich unterstütze die auch absolut damit. Und natürlich auch, ich sage auch Alex Gut hat auch ein gewisses schönes Talent, was Klavierspiel und Songwriting angeht. Und mir, ja, was soll ich noch so alles erzählen in dieser dunklen Einöde der Höhle? So, ah, und zacka. Ich sollte mir echt ein paar Gesprächsthemen ab und zu mal rausschreiben. Gerade wenn wir in so einer Situation sind, wo uns das Spiel in so eine dunkle Höhle backt. So, komm auf, zack. Und zacka. Ja. Also die nochmal auch zu meinen anderen Let's Plays zum Beispiel. Dead Space 3 habe ich schon ein paar Folgen aufgenommen. Werden aber in der nächsten Zeit noch nicht erscheinen, da mein Mitspieler leider im Moment nicht so viel Zeit hat, dass wir dann nachproduzieren können. Deswegen werden wir erstmal ein bisschen vorproduzieren, um dann gut Folgen für euch jeden Tag zu haben. Dann Riptine hat auch vor demnächst mal ein bisschen was zu Let's Playen. Dann haben wir noch überlegt, dass wir Don't Starve spielen demnächst, da ja ein Multiplayer für das Spiel rauskommt. Und das soll auch sehr, sehr geil sein und sehr geil werden, hoffentlich. Bin ich schon sehr gespannt. Und ich will hier raus. Wirklich, ich will hier wirklich raus. Moment. Oh, jawohl! Jo. Oh, Freunde, wir haben es geschafft. Wow. Wir haben es geschafft. Ich bin erleichtert. Jetzt habe ich Oberarme wie Hulk. Holy moly.
Wir haben es geschafft. Ja, ich hab jetzt. Ich jetzt bin jetzt Hulk. Hulk Smash. So. Zum krönenden Folgenabschluss der hiesigen absolut Schiefgefolge werden wir auf jeden Fall unseren Stoneforge, was haben wir hier? Elemental Copper brauchen wir. Brauchen wir noch Coal, Crafting Common. Wir brauchen noch Kohle. Dann holen wir uns noch ein bisschen Kohle. Und zwar werde ich jetzt einfach mal, was ist das denn? Kupfer, okay. Dann lass uns einfach mal hier das hier abbauen. So schlimm sollte es auch nicht sein. Hoffentlich kriegen wir hier noch ein bisschen Kohle raus. Genau, so, zack. Lass uns das einfach mal hier abklopfen. Es ist schon krass, wie der Mensch sich nach Sonne sehnt. Dieses, ich fand es jetzt schon in dieser Höhle langsam echt brutal langweilig, muss ich ehrlich zugeben. Ich meine, wenn man da unten im Abenteuer unterwegs ist und so, aber jetzt, wenn man da ungewollt irgendwo drin gefangen ist, ja, dann leidet der Mensch schon automatisch ein bisschen an Klaustrophobie, muss man sagen. Das ist schon krass, diese ständige Angst, die Sonne dann nicht mehr zu sehen oder so, ist schon sehr brutal, muss man einfach sagen. So, mal geschwind gucken, wie viel Kohle haben wir denn? Reicht die Kohle jetzt schon für unser Rezept? Nein, wir haben 29 und wir brauchen 50. So, dann werden wir also in der nächsten Folge noch ein wenig Kupfer abbauen müssen, damit wir uns endlich unseren Kohle abbauen müssen. Wobei wir hätten auch theoretisch an der Schmiede aus Holz auch ein bisschen Kohle machen können. Aber ich denke mal, wir werden jetzt einfach mal hier so lange auf dem Stein rumhauen, bis wir genug Kohle haben. Und dann würde ich sagen, machen wir das alles in der nächsten Folge, in der hoffentlich etwas besseren Folge, muss ich sagen, ohne irgendwelche Abstürze und Aufnahmen, die ein bisschen versaut sind, etc. und ohne irgendwelches aus der Höhle graben. Also ich wünsche euch dann was, Freunde. Schöne Zeit noch, bis dahin, ciao, ciao.